Wir gehen rein, Chat, ins nächste Video. Meine neue Wohnung, Zatter Hugo hat hochgeladen. Ich war im Thumbnail, ich war ja auch bei Marc Eggers zu Besuch. Ich bin gespannt, was reinkommt. Danke dir! Hey, die 10 Euro nehme ich mit, Bro! Digga, er kriegt Real Life Donation. Können wir Online-Stream-Spenden machen? Ja, na, selbstverständlich. Geld nehme ich. Ich danke dir sehr. Danke. Das ist. Chat, das ist ja nicht mal, dass so ein Auszubildender Geld gegeben hat. Das ist so ein kleiner. Guckt euch mal an, wie jung der ist. Das Geld von den Eltern ging in seine Tasche, um bei Adam zu landen. So auf dem Level. Das ist die Kette. Wenn es der Arm ist von dem Jungen. Ey, also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so freut, wenn er 10 Euro abgibt. Ehrlich. Aber wenn dir jemand im Not vorbeikommt, dann nicht mal einen Cent haben. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, du Schloch. Nein, gib mal wieder. Ich bin stuck. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Herzlich willkommen von der Gamescom. Heute mit mehreren Kameraperspektiven. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mir eine kleine Apparatur gebaut. Ja, ein bisschen eigenständig auch mal zwischendurch werden, ne? Was? Wenn bei der Gamescom und streamen in HD, streamen in HD, streamen in HD. Dankeschön. Full HD. Die haben keinen Empfang und wir streamen Full HD. Ja, aber es ist doch cool, dass man jetzt die Möglichkeit auch hat, dass einfach jeder streamen kann. Dank auch überhaupt dieser Möglichkeit, dass man inzwischen mit dem Handy streamen kann, ist dieses ganze Feld viel bewusster für die Leute. Das stimmt, ja. Sonst haben alle mal alle richtig komisch geguckt. Machst du Selbstgespräche? Ich rede mit meinem Handy, ja. Ah, okay. Das Handy aber nicht. Nö, das Handy kriegt keiner. Oder? Handy, willst du nice? Neuland. Guck mal, Buddy, hier ist die legendäre Rolltür. Ich kann es niemandem übel nehmen. Wenn jemand rumläuft mit seinem Handy und da reinspricht, dann ist es schon irgendwie, ich finde sogar selbst den Modus, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, Sprachnotizen am Ohr abzuhören, finde ich irgendwie so, als ob man so telefoniert, übel Müll. Also höre ich gerne Sprachnotizen so an. Selbst das ist schon komisch, okay? Und jetzt stell dir vor, wenn ich empfinde das schon manchmal als dumm, auch wenn ich andere dabei sehe, ich mach's selber. Und jetzt redest du mit deinem Handy, läufst durch die Stadt und streamst natürlich eigentlich alles easy, alles entspannt, aber trotzdem einfach komisch. Ist ja nicht so, dass es jetzt schon auf einmal etabliert ist, dass jemand in der Straße sieht, oh, der filmt sich selber, oh, der muss ja am Stream sein, geil. Ich wink mal rein. Hier war das. Wir stellen das einmal kurz nach. Hier stand Monte damals. So, und dann stand er hier so. Ja. Okay, jetzt muss man sich natürlich jetzt so ein paar Leute dazu denken, so. Hallo Gamescom, ich bin der Monte-Ersatz. Und dann hat er hier so Herz gemacht. Ich fühle es. Winkt aber auch wirklich gar keiner zurück, ne? Ist nicht die Gamescom sicher, dass ich wirklich Security brauche? Mach weiter. Ach du Scheiße. Dann, ne? Also geh ich jetzt raus oder gibt's komm? Ja. Digga, das ist so dumm, Alter. Musste gehen. Einfach gekickt worden. Aber, Chat, ich glaube, es wurde jedem kommuniziert, dass so streamen wie letztes Jahr bei Marcel und Marc Gebauer nicht mehr stattfinden darf. Also entweder du gehst mit dieser Security, aber du darfst, glaube ich, nicht eigenständig das machen. Und ich weiß nicht, was da bei Hugo passiert ist, ob der jetzt einfach drauf geschissen hat und dann einfach gehen musste, aber der ist rausgeflogen. Also kann ich einfach zu Gamescom. Rollen. Ich habe ein Getränk geschenkt bekommen, weil die Leute mich auch mögen. Deshalb kriege ich auch was geschenkt. Vorsicht, hier habe ich hingemacht. Vorsicht, das habe ich doch gesagt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich fühle mich doch wie im Zoo, sag mal. Ich bin der vom Fenster eben, erinnerst du dich? Also du warst jetzt den ganzen Tag dann an der Red Bull Lounge, oder? So 2 Stunden. Ja, ich habe da auch schon einen Tweet gesehen, ich glaube von Monte oder so, und dem kann ich nur zustimmen. Ey, die Gamescom wird einfach, ich glaube, nächstes Jahr noch kurioser, dann das Jahr drauf noch kurioser. Es ist wirklich, das Affengehege ist dann einfach draußen, da dieser Bereich, wo alle Streamer chillen, und dann wird einfach reingeglotzt. Oder dass da Leute 2-3 Stunden warten, anstatt über die Messe zu laufen, ist schon krass einfach. Ne? Es gibt ja einfach auch Meet and Greets. Du kannst einfach zu einem Meet and Greet gehen, um da jemanden zu treffen. Selbst wenn du da kein Bild machen kannst, siehst du die Person und ist auch noch wahrscheinlicher als vor dieser Launch. So, es ist wirklich übel dumm. Richtig geil reingesehen. Was ist denn der Reiz, wenn man halt 2 Stunden lang da steht? Es gab ja niemanden, der runterkommen konnte und mit dir ein Foto machen konnte, oder? Ja. Nee, aber es ist einfach was Besonderes, so eine Berühmtheit zu sehen. Jeder hat ja gejubelt, wenn jemand reingekommen ist und rausgegangen ist. Hugo sagt Klatsch! Hugo sagt Wuff! Wow! What the f***, Digga, wenn Schläge das sieht. Oh mein Gott!
Ronny Berger ist so anders, Chat. Ich weiß nicht, einfach, Ronny sieht einfach so geil aus. Wisst ihr, so diese, Bruder, er könnte auch gerade so auf der Durchreise sein. Yo, ich laufe jetzt von Baden-Württemberg nach Kopenhagen und fahre nicht mit dem beschissenen Fahrrad, sondern ich laufe einfach. Diese Wanderschuhe, diese Hose, vielleicht unten noch mit Zipfunktion. Wisst ihr, der ist heute Morgen aufgestanden, da war die Hose noch bis nach unten, hat es abgezippt, in den Rucksack gepackt. Er sieht wirklich aus, ja, ich laufe jetzt einfach mal 2000 Kilometer. Er ist einfach ein geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. So, den kann ja auch nichts verändern, wisst ihr? Geld, so, das juckt dir, ich glaube, das wird ihn nicht interessieren, so. 0,0, ist ein geiler Typ. Halt einfach dein dummes Dreck, du Bull, du Wichser. Wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann habe ich auch gedacht, wer ist die Lara, Bruder? Strome, was pusht der da in die Love-Story von den beiden rein? What the f***? Das ist schon ein bisschen frech, der Schwert. Ja, nicht hahaha. Nee, das kannst du dir sonst wo hinstecken, Alter. Können wir einmal alle zusammen Gronkh schreien auf drei? 1, 2, 3, Gronkh! Na, ich habe gestern deinen Channel geguckt. Oh, ich entschuldige mich für alles, was irgendwie unangenehm war. Man möchte auch cute sein hier. Ihr seid doch auch so Leute, die lieber kleine, leise Worte mögen, oder? Ja, ihr seid doch auch so kleine Bitches. Okay. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ja noch so gesagt, yo, Monte und so war schuld. Ich glaube, Adam ist seit Jahren extrem spooky, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von klein auf. Nur er kann es nicht so den Leuten zeigen, weil meistens, ja, sein Dienst, ne, er muss meistens arbeiten für die ganzen Sachen. Ne, er streamt natürlich auch auf seinem eigenen Kanal und der ist überhaupt nicht klein. Er ist auf jeden Fall, ja, ich glaube auch, er ist ein Versauter und auch so ein ganz Wilder. Ich will, aber auch weiter will ich gar nicht, und ich weiß auch nicht, warum, das ist gar nicht böse gemeint, ich will nicht weiter daran denken, so, wisst ihr? Das, ich habe es jetzt einmal gesagt und schon wieder vergessen. Digga, was ist bitte, also, no joke, ich glaube, Adam dreht langsam auch durch. Adam, ich hatte dich so ein ganz gesucht. Es tut mir so leid, aber wir müssen die ganze Zeit weitergehen. Können wir ein Foto machen? Leider nicht, weil ich darf wirklich keine Fotos machen. Bist du morgen noch da? Nein, bin morgen leider nicht. Scheiße, wo bist du hergefahren? Von Wien. Halt ab, der Scheiße. Zeig mir aber kurz mal dein Handy. Das ist ein cooles Handy, ne? Ja, ganz cooles Handy. Können wir ein Foto kurz machen? Ich darf nicht. Ah, du hast ChatGPT als App, das ist ja eine geile App. Können wir ein Foto aber machen? Eigentlich darf ich nicht, aber wir tun so. Ist das nicht eine geile App da? Ich will mal ganz kurz im Chat gucken. 1 für Schärfe, 2 für Mixer. Okay, ich sehe eigentlich fast nur Einsen. Kieskauer schreibt 2, aber der spielt auf der Xbox, da ist nicht ernst zu nehmen. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand im Krankenhaus landet. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf hinweisen, dass es halt schon nach hinten losgehen kann, auch Schärfe. Ja, dann wir bereiten mal alles vor, wir holen mal die Sachen nach vorne. Genau, ja, weiter drauf rumkauen, genau, meine Liebe. Du bist auch dran. Okay, da kracht's schon ein bisschen. Mir ist bekannt, dass 3 Leute ins Krankenhaus gekommen sind, die so dolle Bauchkrämpfe hatten und ähnliches, dass sie mit dem RTW ins Krankenhaus gefahren wurden. Digga, was? Chat, was haben die denn gegessen? 3 Leute ins Krankenhaus wegen der Bühne. Diesen Hotchip. Die haben Mark Okay, wartet mal. Also, der Typ kriegt Anzeigen, ne? Sascha! Mark, bist du live? Ich bin live. Okay, ich auch. Ich weiß nicht, wie viele Fragen ich habe. Ich will nur kurz was nochmal klarstellen. Ja. Du kennst den Hotchip, ne? Den Tradeda hat, dem kriegst du den Kiosk irgendwie in Berlin und so, ne? Wie viel Scoville hat der? Ich glaube, der ist mit 2 angegeben. Okay, so, wie viel? Okay. Wie viel Scoville hat dein Hotchip? Wir machen den halt. Ja, nee, gar nicht circa einfach. Wie ihr den macht, ist cool, aber wie viel Scoville denkst du, hat der circa? Bis zu 9, okay. Und ihr denkt also, yo, wir machen jetzt bei der Gamescom Halle 1 so, das sind Monte-Zuschauer, die sind ja jetzt nicht so wie Philipp, ne? Sondern einfach ein bisschen jünger, die haben mit Schärfe nicht viel zu tun, so. Vielleicht mal drüber gestolpert, irgendwie beim Inder oder so, wegen den Gewürzen. Und da denkt ihr, yo, wir lassen den jetzt einfach mal diese 9 Millionen Scoville-Chips essen. Ey, sagst du, das Problem war auf der Bühne, die Jungs, ne, die haben ja gar keine Ahnung, worauf die sich eingelassen haben. Und das tat mir auch am Ende so leid, zum Beispiel von dem du jetzt redest, ne? Chat, lasst euch nicht beeinflussen. Chat, nochmal 500 Euro geboten, damit er 2 ist, ne? Lasst euch nicht beeinflussen. Der Typ am Ende ist im Krankenhaus auch gelandet. Es ist am Ende, die Leute sind auf der Bühne und wenn du das die Leute sind schuld, Chat, die Leute. Machst, erst eine leichte Soße, dann ein bisschen schärfer und ja, dann knallst du direkt das. Auf der Bühne, ja, sind voll aufgeregt, Adrenalin und so weiter, ja, der Magen. Ja. Egal, mit wem ich gesprochen habe, die haben das alle auf der Bühne gut weggesteckt und alle haben gedacht, danach bin ich ja zusammengebrochen, ja, ich muss im Krankenhaus und so weiter. Ja. Ist schon hart, ne? Die Leute wissen, das sind Schmerzen. Voll, also würdest du eher sagen, dass die Leute schuld sind und nicht ihr? Also ich sag mal so, also no pain, no gain. Ja, das Motto habe ich auch im Gym jedes Mal, ne? Ja. Gut. Nee, Marc, das war's schon. Ich wollte nur nochmal das so aus deinem einfach von deiner Perspektive hören und da muss ich auch schon sagen, dass die Leute wirklich dumm sind, ne? Ich meine, wenn du jetzt eine PS5. Ich sag mal so, ist ja kein Disrespect, aber ich guck mir gerade das
Werfe-Video von den Allerjudsten an. Ja. Ihr seid jetzt viel schlauer, ne? Wir sind nicht viel schlauer. Ihr habt umsonst gemacht, ne? Die Leute konnten wenigstens was gewinnen. Hört ihr die Lache? Der Typ ist der Teufel, Alter. Der Typ ist der Teufel. Oh Mann, jetzt packe ich nochmal einen drauf. Okay, Marc, letzte Frage für dich. Sind 5.000 Euro für dich viel Geld? Natürlich, 5.000 Euro, das ist klug. Das ist, also, das ist für dich eine Socke, die Rechte von irgendwie einer Marke schon wieder. Ja, Marc, ist für mich ein Flug, ist für dich ein halber Flug, hä? Der Multimillionär. Ja. Ey, Marc, ich schwör's dir, wenn du am Freitag nicht im Gebet deine, die ganzen Kinder mit aufgreifst, die auf der Bühne saßen und 9 Millionen Scoville-Chip gegessen haben, Marc, dann läuft bei dir was falsch, ich schwör's dir. Am Freitag wird es aber, da wird um Verzeihung gebeten. Aber Sascha, deine vollgoldene Uhr, ne? Die ist auf jeden Fall bald fertig. Marc, ciao. 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 Schönen Stream noch. Ciao. So. Sind. Ich weiß, dass es allen gut geht, dass niemand irgendwie im Krankenhaus bleiben musste. Er hat einen eigenen Chip rausgebracht mit 9 Millionen Scoville. Warum kauft sich ein Hugo und sowas trotzdem immer nur die hier? Weil sie feig sind. Sind die wirklich viel zu schlimm oder was? Wenn du so scharf gewöhnt bist und so dich nicht anstellst und eben kein Overreact-Andy bist. Marc Gebauer, Bruder, verkauf doch direkt einfach Glasscherben zum Essen, Bro. Warum willst du sehen, dass die Leute leiden? Was soll denn das, Digga? Hä? 15 Schüler einer 5. Klasse hatten während der Schulpause die extrem scharfen Chips gegessen. Ey, guckt es euch an, ehrlich. Es ist, weil die Hot Chips gegessen haben, steht da 1, 2, 3, 4. 4 so kranken Wegen und noch ein SUV-mäßig Krankenwagen, ne? Das ist so dumm. Und an das so, an Kiosk steht es so einfach auf Casual, so für einen Zehner kannst du dir so einen Hotchip kaufen, das ist so blöd. Gegessen und bekamen durch die Schärfe körperliche Probleme. Es gab Kinder, die sich übergeben haben, Kinder haben sich auch ins Gesicht gefasst. Ich würde niemals in meinem Leben, nicht mal für 10 oder 20.000 Euro, würde ich so ein Ding jetzt essen. Ja, das Unangenehme ist immer die Zunge. Digga, er ist gerade Dorito, er ist ganz normale Chip. Er ist einfach, Digga. Mein Content ist weg jetzt. Ja, wow, er ist gegessen und jetzt. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen Hotchip so weggesteckt hat wie Philipp. Ja, tut mir leid. Es ist, nein, es ist wirklich jetzt nicht wahnsinnig. What the difference? Ich bin hier bei Marc zu Gast, aber Marc ist relativ offen, was ein paar Sachen angeht. Cosmos, wenn du dabei hast, DJ-Setup, komm zu Marc, ich schicke dir gerne die Adresse, Klingel, wir bauen hier ein bisschen Setup auf. Ich hole noch ein paar Laser, so ich frage Sebastian, ob wir was aufbauen können, dann würde ich hier eigentlich bei Marc Eggers gerne mal einen Rave starten wollen. Und genau das wird auch noch, okay, ich sag nie wieder zu 100%, das ist immer noch in Planung. Ich weiß, wie ich in Marc seine Wohnung reinkomme, ohne dass Marc zu Hause ist, okay? Ich habe mit Crossmos nochmal auf WhatsApp geschrieben, beziehungsweise wir haben uns kurz gesehen. Er meinte, er wird es immer noch machen, das heißt, man könnte immer noch eine Überraschungsparty schmeißen. Sebastian ist auch im Chat, 59 Monate. Ich bin dafür, dass wir ein kleines Festival schmeißen, bei Marc Eggers, ohne dass Marc Eggers davon weiß. Ich würde es noch geiler finden, wenn er nicht mal zu Hause ist, auch nicht nach Hause kommt, sondern das findet statt während Marc seiner Abwesenheit. Wir haben Timeslots, ne? Wir haben einen Crossmos, der auflegt. Wir haben einen Revi, der auflegt. Vielleicht finde ich noch 2, 3 weitere Kompetente und dann findet ein Marc Eggers Festival statt ohne Marc Eggers auf Twitch. Das finde ich somit am geilsten, ne? Mit Pyro, Lichtshow, alles drum und dran, ne? Dass wenn du irgendwie aufs Kranhaus schaust, du dir denkst, was geht denn in dieser einen Wohnung ab? Ich fühle mich so hintergangen. Nein, überhaupt nicht. Es war einfach dieses, vom Gesamtding hieß es so, kann ich eine Nacht bei dir schlafen? Ich noch mit der Gutmütigkeit, Sascha, bleib die ganze Gamescom, spar die Hotelkosten. Aber könnte ich vielleicht noch dein Setup nutzen? Ich schicke noch Bilder, ich mache noch Videos, sag, nimm. Als du mit dem Wagen ankamst und ich gestern auf dem Bauernhof so ein kleines Tütchen Erdbeeren geholt habe und meinte, geht das noch im Kofferraum rein? Du so, oh, wird schwer. Sag, was hat er denn vor? Der Kofferraum bis oben hat da seinen Rechner dabei. Mauspad, Tastatur, alles. Komm, du bist so eine Mietnormal. Ja, ich dachte, vielleicht geht noch LAN-Party. Nee, ich musste wirklich einiges mitnehmen, Chat. Ey, ihr habt den Rechner von Marc gesehen. Zum Glück hatte ich meinen Rechner dabei. Ich hätte am liebsten sogar noch einen Monitor mitgenommen. Aber das wäre zu viel gewesen. Auch sein Tisch hat so gewackelt. So, der Tisch hier steht fest. Ihr könnt ja keine Ahnung. Doomfist bei der Ult drauf landen. Der Tisch würde sich nicht bewegen. Doomfist Overwatch 2, ihr kennt wahrscheinlich, ist ja auch egal. Aber wirklich, das ist so ein Klapper-Setup. Als ob er das aus einem Ü-Ei hat. Als ob er wirklich jedes siebte Ü-Ei abgezählt hat für die Überraschung und sich so sein Setup zusammengebaut hat. Ich meine, es ist ja nicht mal böse, ich bin dankbar dafür. Nur ich wollte sagen, es waren gewisse Schritte notwendig und auch gut so. Mietnomade nenne ich sowas. Ich nenne sowas Mietnomade. Guckt euch das Setup an.
Marc glaubt immer noch, dass Sascha wieder geht. Naja, so wollt's mir verkauft. Stegi, du, ich würde dann sagen, wir treffen uns dann doch einfach in der Kölner Innenstadt oder meinetwegen auch Café Buhr. Weil jetzt zu dir nach Hause, so, ich weiß nicht, nachher komme ich an und auf einmal bist du schon in der Kategorie I'm only sleeping, ne? Ich fahre nach Hause gestern, dann esse ich so McDonald's, wollte Stegi-Stream schauen. Das ist auch schon wieder gottlos, Digga. Bro, ich komme in den Stream rein, muss kurz weg wegen Nachbar. Ich warte und warte und warte. Digga, der war 10 Stunden weg oder sowas. Wie kann er das machen, ohne dass... Bro, würde ich das machen, ich würde totgehatet werden. Ich komme in Stuttgart vorbei. Was willst du in Stuttgart? Sascha wohnt jetzt in Köln. Ja, hast du erst gedacht, das ist deine neue Bude? Ja, Marc, weißt du nicht, ich rede mit dem Vermieter, ich zahle 100 Euro im Monat mehr, ich ziehe einen Marktor raus. Du drängelst... Na, doch nicht, doch nicht. Ich habe Marc seinen Mietpreis mitbekommen, Chat, ich bleib hier. Marc zahlt so viel Miete, also Marc sein Lenker ist so Richtung Scheißhaufen. Nicht nur, dass der Mann sich übergeben hat und die Fahrradtour leider abbrechen musste, aber Marc ist eine fucking Maschine. Nee, dem sein Lenker ist einfach... Der Mietpreis da oben ist anders, Chat, anders. 5 Scheine, 5 Düsenjäger, ne? Du brauchst 5 Düsenjäger, um da wohnen zu dürfen. Zu können. Ich ganz langsam raus, bis ich irgendwann selber keinen Bock mehr habe. Meine eigenen Brüder. Und jetzt kommt ein DJ, der hier komplett einen Vollabriss macht. Und ich habe hier ein Jahr lang keine Party gefeiert. Alarm! Ey, unser Barsch TV. Junge, für dich mache ich alles jetzt an. Und jetzt kommt ein DJ, der hier komplett einen Vollabriss macht. Ey. Wir brauchen ein Marc-Eggers-Festival. Den will ich noch kurz zeigen. Ja. Das, nein, oder? Der, das ist doch nicht sein PC. Das ist mein PC. Ey, Chat. Yo, coole 4 USB-Slots. Digga, diese USB-Slots sind von 1900, ne? Das sind die ersten, als USB, als Diskette weg war, CD kam und USB erfunden wurde. Das sind noch damals diese Dinger, ne? Das ist ein richtiger Dinosaurier unter den PCs. Auch geil, ein Displayport sogar Anschluss und ein HDMI-Kabel, ne? Und hier noch eins auf ganz oldschool. Wobei, ne, das ist das Weiße, nicht das Blaue. Dann hätte es mich komplett abgeholt. Name Street Marc Eggers, Digga. Ey, herzlich willkommen zum neuen Stream. Chat, liebe Grüße erstmal an Loru, an Hugo. Kuss, geiles Video. Glaubt ihr, das Marc Eggers Festival muss stattfinden? Und wenn ja, ohne Marc Eggers, das fände ich schon fast cooler als mit. Ja, aber ohne, ne? Also es muss schon so sein, dass wir in der Wohnung, dass da einfach Leute sind. Ich räume natürlich danach auch auf und so, selbstverständlich, aber Pyro, wir haben Sets, so Leute kommen, spielen eine halbe Stunde oder Stunde ihr Set, aber eigentlich halbe Stunde, 4 Leute, die auflegen, 2 Stunden, der Stream ist vorbei. Marc war nicht dafür da. Ich glaube, das ist es eigentlich. Ich glaube, das ist es eigentlich, wirklich.